Eine Rückkehr von Thomas Müller ins DFB-Team wird immer wahrscheinlicher. Für eine erfolgreiche Europameisterschaft könnte der Bundestrainer den 2019 ausgebooteten Bayern-Star zurückholen. Das zumindest sind die Eindrücke vom Wochenende. Doch wo wäre sein Platz im DFB-Team? Würde Thomas Müller sein Comeback feiern, dann ist eine Sache klar. Der Bayern-Star kommt nicht, um auf der Bank zu sitzen. Unter Löw spielt der 31-Jährige in der Vergangenheit entweder auf Rechtsaußen oder im Sturmzentrum. Gut möglich, dass der Bundestrainer Müller im Falle einer Rückkehr auch hier wieder einsetzt. Als Mittelstürmer könnte er den beim FC Chelsea nicht immer überzeugenden Timo Werner auf die Bank verdrängen. Serge Gnabry schiebt dann womöglich nach links, rechts setzt Löw auf Sané. Das bayerische Trio könnte im Spiel dann flexibel die Positionen wechseln. Der große Vorteil, Sané, Gnabry und Müller kennen ihre Laufwege aus dem Verein. Groß einspielen müssen sie sich nicht. Plant Löw mit Müller als Rechtsaußen, könnte er Sané auf links schieben. Gnabry würde dann wie in den letzten beiden Länderspielen im Sturmzentrum auflaufen. Auch bei dieser Aufstellung würden die drei während des Spiels wohl ständig ihre Positionen wechseln. Der Bundestrainer könnte aber auch einen anderen Ansatz verfolgen und Müller dort aufstellen, wo er aktuell am besten spielt, im offensiven Mittelfeld nämlich. Dann wäre er ein Konkurrent für seinen Teamkollegen Leon Goretzka. Und auch der gerade überragende Ilkay Gündoğan müsste dann um seinen Startelfplatz kämpfen. Für Kai Havertz, Julian Draxler und den für die Länderspiele im März wohl erstmals nominierten Jamal Musiala könnte eine Müller-Rückkehr ins offensive Mittelfeld auch weniger Spielzeit bedeuten. Generell gilt aber, auf dieser Position hat Löw extrem viele Optionen. Schwer vorstellbar, dass er Müller dort auch noch einplant. Vor allem, weil Goretzka und Gündoğan aktuell Weltklasse verkörpern. Eine Rückkehr des Bayern-Urgestein würde wohl eher die Karten von Timo Werner verschlechtern. Fest steht, wenn Löw Müller zurückholt, hat er auch einen konkreten Plan mit ihm. Ein anderer müsste dann wohl auf die Bank.